Ich brauche den Rat bezüglich mal. Und da ist jetzt nichts zu sagen. Also. Danke. Sollen wir jetzt noch machen, wenn sie uns später in den Rücken fällt, sind wir irgendwie im Arsch. Wie kann ich dir helfen? Wir sollten über den Angriff reden. Genau. Bist du bereit für den Angriff? Es darf keine Zerstreuung und keinen Rückzug geben. Wir werden keine zweite Chance erhalten. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, tu es jetzt. Wir sind bereit. Ich bin bereit. So, jetzt haben wir nämlich zwei Personen bei uns. Kapitel 2 hätten wir geschafft. Ist gerade da gestanden. Gelange zur Zugbrücke der Stadt. Okay. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. So, wir müssen hier hoch wieder. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Edwin ist komisch. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Gut. Wir müssen hier durch? Ja. Okay. Wir laufen hier jetzt einfach durch. Wir müssen uns das nicht aufhalten lassen von diesen Vollidioten. Ja, diesen einen müssen wir töten. Boah, wieso wackelt das Bild gerade so? Boah. So. Müssen wir hier hoch? Wir mussten hier durch. Nein, jetzt kämpfst du wirklich die ganze Zeit. Okay, ne. Mann, ich will hier durch. Scheiße. So. Jetzt können wir es endlich durch. Mann. Stehe einfach. Wirklich ein Item. Okay. Gut, dann gehen wir durch diese Mauer. Wir gehen einfach außen rum. Ist doch egal. So, die anderen werden sowieso nachkommen. Um die muss ich mich ja nicht kümmern, Gott sei Dank. Tor von Karaltas. Oh shit. Was da? Wir müssen in Richtung der Zugbrücke gehen. Sind doch auch wieder überall Items, oder? Und überall Biester, ey. Scheiße.
Oh Gott. Ah, nein, nein, nein. So. Die kennen wir ja schon. In den Kampf muss es nicht gerade das Beste. Oh. Fuck. Kommt hier um die Ecke. Hier liegt wohl eine schöne Falle. Ja, bist du behindert, Edwin? Mein Gott. Heiltrank. Ja. Wir laufen durch, oder? Geht das? Hat sich die Alte jetzt geheilt? Sie hat mich aus irgendeinem Grund nicht getroffen. Finde ich geil. Okay. Gut. Wir haben ihren Angriff unterbrochen. Und sie ist tot. Jawohl. Auch tot. Ich frage mich halt nur, wo Relma ist. Wir drängen ihn jetzt zurück zu der Mine. Komm. Bam. Jawohl. Nice. Zerstört, Leute, zerstört. Puh. Action, Leute, Action. Heilige Scheiße. Kommen wir auch irgendwie hier hoch? Da oben gibt es nämlich noch irgendwas zu holen. Sprengfalle nehmen wir uns wieder mit. Ach, hier. Ach, hier geht's hoch. Okay, schon verstanden. Dolche der Dornen. What the fuck? Naja, okay, die sind scheiße. Aber sehen nice aus. So. Wir müssen das zweite. Ist auch noch was. Puh, verstecktes Metall. Okay. Da hinten ist noch was. Stahl und Gold. Okay. Wir sind nicht alleine. Was zur Hölle ist das? Das Ding mit den vielen Beinen. Das ist eine Konkubine. Fürst Schwarzfrost hatte immer seltsame erotische Vorlieben. Warum ist sie hier? Außer wenn sie bereits unseren Plan kennt. Verflucht! Sieh dir die Stützsäulen an. Sie sind voller Todwandler. Eine Falle. Eine gute. Deine kleinen Freunde werden von hinten angegriffen. Wir müssen es verhindern. Wir müssen uns beeilen, die Zugbrücke zu öffnen. Ich denke nicht. Diese Konkubine ist ein Glücksfall. Wir müssen sie angreifen, solange ihre Truppen beschäftigt sind. Das sind Kreaturen von großer Macht. Du musst sie nacheinander in dich aufnehmen, um eine Chance gegen Fürst Schwarzfrost zu haben. Diese Männer sind bereits verloren. Hör nicht auf die Hexe! Wenn du die Zugbrücke nicht herunterlässt, werden all unsere Soldaten sterben und der Krieg vorbei sein.
Ich glaube nicht, dass du die Macht dieser furchtbaren Kreatur benötigst. Die böse Hure verwirrt deinen Geist. Sie will uns schwächen, schon von Anfang an. Sie verheimlicht uns etwas und es wird dir Übles widerfahren, wenn du ihr vertraust. Das stimmt. Ich habe etwas mehr Liebe von jemandem erwartet, der mich heimlich beim Baden beobachtet. Nein. Edwin, nein. Nein. Vergiss die Konkubine, wir müssen die Soldaten retten. Emma hat recht. Wenn wir nichts tun, sind die Elfen verloren. So sei es. Geh und hilf deiner verlorenen Armee. Aber erinnere dich, dass du uns alle verdammt hast. Vielleicht erreichst du einen kleinen Aufschub, aber du wirst nie eine bessere Chance haben, als jene, die du gerade wegwirfst. Oh Scheiße. Konkubine. Das wird ein heftiger Kampf. Ich habe Angst, dass sie... Ja genau, sie kann das. Das war irgendwie zu erwarten. Komm, sag... Fuck. Holy shit. Oh Gott. Heilige Scheiße. Boah, ist das ein anstrengendes Vieh. Ah, es ist gut, dass Mirel mal hilft. Kommt gerade so auf die Schnauze. Das Gute ist, Relma weicht sie. Lass sie mal zurückweichen und das kann ich hier richtig einheizen. Komm, endlos Combo. Das wäre richtig nice. Lol, wie sie mich halt nicht trifft, wenn sie das einsetzt. Oh, sie stöhnt die ganze Zeit aber hin und her. Komm, kleine Bitch. Aber das ist ein richtig geiler Boss, finde ich. Und BOOM! Geht's dir gut? Besser als je zuvor. Dann sollten wir uns beeilen. Wir müssen die Tore öffnen. Endlich treffe ich die Dickköpfe, die den Fürsten des kalten Schattens widerstehen. Ihr müsst wissen, dass Winter ziemlich wütend auf euch ist. Er ist sehr verliebt in seine Moloche und ich glaube, dass ihr auch für den Tod seines Generals verantwortlich seid. Aber ihr gehört mir,
Niemand außer mir darf Hand an meine Konkubinen legen. Selbst die dunklen Eisfürsten nicht. Diese Lektion wird schmerzhaft für euch. Eine Ewigkeit des Schmerzes. Oh, Scheiße. Fürst Schwarzfrost ist persönlich bei uns. Aber er hält einfach nichts aus, das ist sicher nicht für... Ich muss zugeben, dass du mich überraschst. Deine Kräfte sind sehr interessant. Trotz allem kannst du einem dunklen Eisfürsten nicht das Wasser reichen. Es wäre nicht fair, dich so früh am Tag zu eliminieren. Aber du hast Potenzial. Ich werde dir etwas Zeit geben, um deine Kraft zu sammeln. Wenn du bereit bist, mich herauszufordern, komm in mein Reich. Dort beenden wir es. Ein für alle Mal. Nun, wir können uns wohl glücklich schätzen, dass er dich scheinbar mag. Obwohl ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Hm? Wohin ist Edwin gegangen? Ich weiß nicht, aber ich vermisse sie nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn sie uns verraten hat und zurück zum Feind gegangen ist. Das würde keinen Sinn ergeben. Vielleicht für sie. Gehen wir meinen Brüdern helfen. Wir brauchen all unsere Verbündeten, wenn wir gegen die dunklen Eisfürsten vorgehen. Gehen wir. Schwarzfrost erwartet uns. Es ist seine Falle. Der Nekromant will unsere Macht für sich alleine. Er wird die anderen nicht vor uns gewarnt haben. Seine Falle und seine Gier werden sein Untergang sein. Ich bin noch nicht stark genug. Das wirst du werden. Die Domäne ist von übermächtigen Kreaturen bevölkert, die mit der Energie des Herzens der Welt gefüllt sind. Unsere Energie. Wenn du ankommst, weißt du, was zu tun ist. Aber beeil dich. Ich kann nicht lange ausharren. Du musst dich auf die Kreaturen konzentrieren und deine Zeit nicht mit den anderen verschwenden. Ich werde zum Weltherz gehen, wenn ich bereit bin. Der Nekromant ist ein Hindernis, das nicht ignoriert werden kann. Nein. Ich habe genug von diesem Gefängnis, diesem Frevel. Dieser Knechtschaft. Wie kannst du es wagen, mich zu ignorieren? Du bist nicht besser als sie. Wach auf, Vulkan. Dies ist nicht der richtige Moment. Ziel erreicht. Pass auf!
Da ist noch eine von diesen Schlampen. Okay. Holy fuck, wir haben das erste Mal Fürst Schwarzfrost getroffen. Ein paar Kratzer. Heilige Scheiße. Schwarzfrost scheint keine Gesellschaft zu mögen. Was gerade alles in so kurzer Zeit passiert ist, Alter. Hätte er bereits Besuch. Und seine Konkubine hat es geschafft, uns zu trennen. Wir müssen die anderen suchen. Holy fuck. Ja, wir machen jetzt noch ein Level up. Weil wenn wir jetzt noch eins hochgehen, denke ich. Enttarnung verbessern, bestätigen. Brauchen wir trotzdem das bestätigen. Das können wir uns nämlich... Fuck! Jetzt fehlt uns nur noch ein Punkt, weil jetzt haben wir den Meister... sind wir Meister des Waldläufer-Meister. Ja. Ja. Sind wir. Und ich freue mich schon auf diese Fähigkeit. Das wird richtig heftig. Apotheker. Haben wir irgendwas Neues? Assassine Haudegen. Das werden wir auf jeden Fall erlernen. Das ist besser. So, gut. Eine Menge ist jetzt passiert. Wir sehen schon ziemlich schnieke aus. Gut, wir gehen jetzt nochmal nach da vorne. Heilige Scheiße. Lol. Holy fuck, was ist denn das für ein Vieh, ey? Okay, das hätten wir. Oh mein Gott, was ist das? Oh, diese Biester kennen wir ja. Von dem ersten Kapitel, wo wir gegen den Moloch gekämpft haben, wo wir angegriffen worden sind. Auf jeden Fall, Leute! Ja, wir sind hier angelangt in so einem fetten Spalt, weil uns diese verkackte Konkubinenschlampe getrennt hat und da oben kommt so ein Spasti runter. Sieht auch geil aus. Naja, Leute, ich mache an dieser Stelle wieder mal einen Cut. Ja, war mal wieder eine actionreiche Aufnahmesession. Viel ist wieder passiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Bound by Flame.